Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic. Erstmal Gesicht waschen mit heißem Wasser. Lecker. Und dann den Körper räuchern, um die Ungepflegtheit geruchlich zu überdecken. Das macht man ja so, wenn man draußen unterwegs ist, habe ich gehört. Keine Ahnung. Angeblich. Soll wohl helfen. Und ich müsste direkt darauf zuschauen, ja, aber so halb rechts. Ich glaube, da ist die Orkstadt, dieses grüne Zeug da auf der Karte. Wer oder was ist das da vorne? Ist das ein Ork? Sieht so aus. Ich werde mal das Ulumulu anlegen. Das sieht ziemlich bescheuert aus, finde ich. Wenn ich mir das gerade so spontan anschaue auf dem Rücken. Aber hey, was soll's. Wenn mich dann die Orks dafür in Ruhe lassen, soll mir das das wert sein. Ah, Urshak. Urshak, grüßen, Freund. Freund haben Ulumulu, sein Gut. Freund nicht vergessen, tragen Ulumulu in Hand, wenn gehen über Brücke. In Hand? Okay, danke. Was machst du hier so nah am Dorf? Urshak beobachten Brüder in Heimat. Urshak glauben, Krushak bald aufwachen. Urshak hier warten und kämpfen gegen Krushak, wenn er wacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Und das heißt, wenn er seine Brüder beobachtet, dass man von hier wohl das Dorf aus sehen kann. Zumindest ist es nicht allzu weit weg. Bei unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Urshak haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund nicht können gehen hinein. Freund müssen benutzen Zauber von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Urshak. Wo finde ich den? Wo finde ich diesen Zauber? Müssen gehen in Höhle von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Urshak. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn benutzen Zauber Brüder von Urshak nicht mögen. Ulumulu, nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Okay. Freund müssen nehmen Figur von große Säule. Figur öffnen Tor zu Tempelhalle. Aha. Ein Hebel nehme ich an, ist das? Eine Schläferfigur. Ja, genau. Die werden halt wenig begeistert sein. Also ich nehme mal an, wenn er sagt, ich muss das Ulumulu in der Hand tragen, damit die mich nicht angreifen. Ich muss halt sowohl um die Statue oder die Figur irgendwie zu aktivieren, als auch um den Zauber auszuführen. Das Ulumulu aus der Hand nehmen und ich schätze mal einfach, dass wirklich das Ulumulu in der Hand tragen. Die Sache ist, die Orks freundlich sein lässt. Das Ulumulu beim Ziehen klingt wie ein Schwert. Das ist ja ätzend. Ich probiere das Ganze einfach mal aus, indem ich jetzt auf die Orks zulaufe. Sie interessieren sich nicht wirklich für mich. Ich stecke das Ulumulu weg. Was passiert dann? Okay. Geht's euch gut? Wohl. Ja. Euch geht's gut. Ja, euch geht's gut. Wow, sind das viele Orks. Immerhin. Keiner davon zieht seine Waffe. Guten Tag. Ende. Ja, irgendwie nichts zu sagen, ne? Die sehen auch irgendwie alle gleich aus. Das heißt, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Ich suche die Schamanen. Das hier könnten die Schamanen sein, die so ums Feuer tanzen. Ich schaue mich erstmal so ein bisschen um. Vielleicht gibt es hier einen Fluchtweg. Nö, gibt's nicht. Gut zu wissen. Wenn ich fliehen muss, renne ich nicht dorthin. Warum folgt er mir? Alter, verzieh dich. Ork. Ork? Ende. Wer von euch hat mir denn etwas zu erzählen? Seid ihr wie die Typen im alten Lager und regt euch auf, wenn ich in eure Hütte gehe?
Nö, sieht nicht so aus. Immerhin in dieser Hinsicht sind die Orks sozialer als die Leute aus dem alten Lager. Was ja nicht weiter schwer ist. Okay, mit denen kann ich nicht quatschen. Eine Winde! Hey. Sorry Jungs, ich muss da mal eben rein. Ah, noch mehr von denen. Noch mehr von den Orks. Vielleicht sind das hier die Schamanen. Die sie mir einfach folgen. Ey, ich habe Ulumulu. Bleib stehen. Oder muss ich dich damit hauen? Was passiert? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ich speichere mal lieber. Was passiert, wenn ich einen Ork damit schlage? Ah, okay. Also irgendwie nichts wirklich Glorreiches. Nee, lass mal. Ich glaube, ich lasse Ulumulu mal lieber stecken oder zumindest ich schlag niemanden damit. Das geht nur schief. Ja, gut zu wissen. Gut, dass ich speichern kann und wieder laden. Im echten Leben wäre das ein bisschen schwieriger. Ah, wir sind mir einfach folgen. Das ist nervig. Ork. Kann ich mit euch wirklich nicht quatschen? Come on. Wahrscheinlich gibt es genau einen, mit dem ich reden muss und der irgendwie anders heißt. Aber genauso aussieht wie die anderen. Keine Ahnung. Da ist ein Turm. Oder das ist das Tor. Oder die Mauer. Ja, das ist ein Turm oben. Oberhalb der Mauer. Kann ich da rein? Nö, hat keinen Eingang. Aber ich kann auf die Mauer, wenn mich der Ork durchlässt. Uah. Andererseits gibt's da auch nicht wirklich was zu holen. Da oben? Na, vielleicht. Vielleicht bin ich dann die Nervensägen los. Klappt nicht. Schade. Gut, dann werde ich mal weiter den unausweichlichen Weg gehen. Darunter. Hab ja keine andere Möglichkeit. Wie sie sich aufregen. Ich glaube, die wollen mich verprügeln, aber die dürfen nicht, weil ich ein Ulumulu trage. Voll gut. Und jetzt sind die voll aggro und können es nicht rauslassen, weil sie sonst wahrscheinlich aufs Maul kriegen von ihren Kollegen. Oder so. Keine Ahnung. Tempelkrieger. Tempelkrieger klingt doch schon ein bisschen mehr nach Schamane. Und was haben wir hier drüben? Ebenfalls Tempelkrieger. Das führt wahrscheinlich einfach nur hier rüber zum anderen Eingang, oder? Nehme ich an. Na? Nee, tut's nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Jedenfalls geht's hier weiter runter an eine Truhe. Aber wer weiß, ob die mich angreifen, wenn ich die Truhe öffne. Und was rausnehme. Nö, das stört ihn nicht. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, was für Pflanzen das waren. Ich habe die Orks beobachtet, wenn ich sie rausgenommen habe. Aber das wird schon irgendwie passen. Ich meine, hey, zur Not schmeiße ich sie einfach wieder weg, wenn ich sie nicht brauche. Ich weiß übrigens nicht, ob es so eine gute Idee ist, in so einer Höhle so ein Feuer zu machen, so ein großes. Verwandlung Orkhund, Heilung, Licht, Feuersturm, Feuerregen, Feuerball. Orkischer Teleportzauber. Ah, okay, das ist die andere Höhle, in die ich gehen sollte, um den Zauber zu finden. Da habe ich mal spontan, intuitiv alles richtig gemacht. Ah, und da geht's auch noch rein. Hab ich gar nicht gesehen beim Runterkommen hinter der Ecke. Andererseits die andere Höhle ja auch nicht. Was haben wir hier? Ah, ja, Tränke. Okay, die nehme ich. Ja, ja. Habe ich zwar genug von, aber wer weiß. Irgendwann werde ich die auch noch verbrauchen. Und dann bin ich ganz froh drüber, denke ich mal. Wenn ich doch noch ein paar andere übrig habe. Oder beziehungsweise, naja, ich weiß nicht. Wenn ich sie verbraucht habe, habe ich sie halt verbraucht. Aber das wird halt später sein.
Oder wer weiß, ob die halt nicht eben dann doch der letzte Trank sind, den ich brauche, um eben doch zu überleben. Kann ja sein. Keine Ahnung. Ork-Schamane, oh ja, Ork-Schamane. Guten Tag, ich würde gerne mit dem Ork-Schamane reden. Was halt irgendwie nicht wirklich klappt. Und, ja, das, ach so, ja, genau. Ich muss an der Statue rummachen, wahlweise, ne? Das war die eine Möglichkeit. Wie war das genau? Die heilige Säule der Ork-Schamanen. Da steht eine Schläferfigur oben drauf. Okay. Dann kletter ich da doch mal hoch. Nachdem ich doppelt gespeichert habe. Sicher ist sicher. Und dann komme ich da halt leider nicht hoch. Was muss ich denn da machen? Hat irgendwas damit zu tun? Vielleicht? Nein. Eine Schläfersäule mit einer Schläferfigur, die das Tor zum Tempel öffnen. Heißt das, ich muss die Säule irgendwie abschießen oder so? Das probiere ich mal. Ich kann nicht da hochzielen, schade. Wie komme ich an diese Säule? Wie komme ich da hoch? Keine Ahnung. Und warum rutscht mein Headset heute ständig runter? Ebenfalls keine Ahnung. So. Ich komme da nicht hoch. Das wird nix. Vielleicht ist es ja auch die falsche Säule, wer weiß. Gibt es hier vielleicht irgendwo noch eine andere Säule? Da nicht. Mit einem Horn. Jetzt sagt mir nicht, dass ich mit diesem Horn auch mein Ulumulu hätte bauen können. Nee, wird schon passen. War das? Nee. Ich dachte, da wäre ein Gegenstand gewesen, aber das war wohl einer der Orks hinter dem. Hinten dran. Kruschkarok. Kruschbrock da. Kruschurok. Kruschpach. Kruschbarok. Das kenne ich. Das sind die Orkwaffen. 96 macht meine Waffe, 75 macht die stärkste Ork-Waffe. Das heißt, nett zu haben, aber richtig brauchen tue ich es nicht. Ich habe was Besseres. Vielleicht kann ich ja damit irgendwie über 5 Ecken verhindern, dass mich ein Ork mit diesen Waffen angreift, indem ich sie mitnehme. Glaube ich allerdings nicht, dass das Spiel so funktioniert. Ich glaube eher, dass die Orks einfach beim Spawnen schon die Waffe tragen und nicht irgendwie aus einer Kiste rausnehmen müssen. Es könnte natürlich sein, wie gesagt, dass die Säule, die da vorne war, nicht die heilige Säule ist, sondern dass die woanders steht. Entweder das oder ich muss hier irgendwie runterfahren. Das kann natürlich auch sein. Ja, hier kann ich mal die Gitter runterfahren. Vielleicht gibt es da oben irgendwo einen Schalter, um die Säule runterzufahren. Das wäre eine Idee. Rachestahl. Was ist das? Ein 92 Schaden Zweihandwaffe. Aber meine Kriegerstimme ist noch ein bisschen stärker. Ey! Warum ist das Gitter wieder oben? Und warum laufe ich so langsam seitwärts? Ist es nicht gerade runtergefahren gewesen, das Gitter? Ach Mist. Ist vielleicht nur runter, wenn das hier wieder oben ist. Nein. Wie komme ich da rein? Moment, was? Moment. Fährt das vielleicht die Wand da hinten irgendwie hoch? Oder runter? Nee, da passiert nichts. Keine Ahnung. Halt mal die Augen offen nach weiteren Schaltern. Vielleicht sehe ich ja irgendwo was. Und wenn ich einen übersehen sollte, dann dürft ihr mir gerne einen Kommentar schreiben. Und mir sagen, von mir Golf, du hast da Eisen übersehen. Oder einen Schalter oder was auch immer, keine Ahnung. Da war nix.
Junge, du nervst. Dieser Clankrieger nervt. Also hier sehe ich jetzt auch keinen Schalter. Was ist denn da? Ah, jetzt bin ich da unterhalb dieses Gitters. Das da vor dem Tempelplatz war. Vielleicht folgt mir immer ein Ork so als Plot-Device, damit mich auch wirklich jemand angreift, wenn ich mich teleportiere. Sonst könnte ich mir einfach irgendwo eine dunkle Ecke suchen und den Zauber einfach aussprechen. Keine Ahnung. So, aber was ist denn jetzt... Ah, Moment, jetzt ist das Gitter wieder unten. Es ist vielleicht zeitgesteuert und ich war zu langsam. Nee, ne? Hä? Was? War das andere Gitter runtergefahren? Ich verstehe das nicht. Wie komme ich da rein? Ist vielleicht in der Zelle ein Schalter? Wäre ein bisschen dämlich, ne? In der Zelle ein Schalter, der die Zelle öffnet. Keine Ahnung. Wenn es zeitgesteuert ist, dann müsste ich doch jetzt den Ork einsperren können. Gut, die Folge ist eh zu Ende. Ich warte jetzt hier mal noch ein bisschen und falls die Tür zugeht innerhalb von 5 Minuten, dann mache ich einfach einen kleinen Schnitt und dann geht's weiter mit dem Ork in der Zelle drin. Und wenn nicht, dann geht's halt weiter mit Ork-Begleitung, was soll's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.